Wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala lieben, das ist unser Maßstab. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, so wird euch Allah lieben. Und das ist auch etwas, was in diesem Hadith erwähnt wird. Dass Allah liebt, das ist eine Eigenschaft von ihm. Und deswegen ist das das, was wir uns vornehmen müssen. Dann wird auch nochmal im Koran wird über die Awliyaullah gesprochen, über die Nahestehenden von Allah subhanahu wa ta'ala. Dort sagt Allah, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahsanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wahrlich, die Nahestehenden von Allah, sie werden keine Angst haben und sie werden nicht traurig sein. Wer sind die? Die, die glauben, worauf deutet das hin, die richtige Akida? Wa kanu yattaqun. Und gottesfürchtig sind. Gottesfürchtig sind, indem sie die Taten verrichten, die ihnen befohlen wurden, und indem sie das unterlassen, was ihnen verboten wurde. Und das ist das, was wir uns vornehmen sollten. Das ist ein Hadith, merkt euch das. Unser größtes Ziel muss es sein, zu den Awliyaullah zu gehören. Ya dhakir al-ashab, kum mutadiban.